Janet Segerer und Sie singen Weiß-Blau, Kunst und Kultur aus den bayerischen Regionen. Heute bin ich rund um Hammelburg unterwegs. Hammelburg ist eine Stadt mit ungefähr 11.000 Einwohnern und liegt im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen. Und Hammelburg kann auf eine recht lange Geschichte zurückblicken. Es ist bereits das erste Mal urkundlich erwähnt worden im Jahre 716. Außerdem ist Hammelburg die älteste Weinstadt Frankens, also die mit der frühesten urkundlichen Erwähnung. Und das war im Jahre 777. Da hat Karl der Große Hammelburg und die dazugehörigen Weinberge dem Kloster Fulda geschenkt. Und die Äbte von Fulda, die haben dann in Hammelburg ein Kloster errichten lassen und den Weinbau gefördert. Der Weinbau hat viele Jahrhunderte eine große Rolle gespielt. Dadurch ist Hammelburg zu einer der reichsten Städte des Hochstifts Fulda geworden, was man am Marktplatz recht gut sehen kann. Und der Marktbrunnen ist aus dem 16. Jahrhundert und eines der besten Beispiele für fränkische Frührenaissance. Heute heißt's, Hammelburg ist Bundeswehr, Musik und Wein. Mit der Infanterieschule Hammelburg und dem Ausbildungszentrum für Aufgaben im Auftrag der Vereinten Nationen und dem Bundeswehr-Dienstleistungszentrum ist die Bundeswehr der größte Arbeitgeber der Stadt. Im ehemaligen Kloster Altstadt ist jetzt die Bayerische Musikakademie unterbrochen. Und da finden viele Kurse, Workshops und Konzerte statt. Und den Weinbau? Den gibt es natürlich immer noch. Weinlese im Hammelburger Heroldsberg, einer der ältesten Weinlagen im Saaletal. Eine reine Südlage mit relativ steilen Hängen. Perfekte Bedingungen für die Reben. Hier gedeihen einige der besten Hammelburger Weine. Dafür kann jedoch nur von Hand gelesen werden. Matthias Ruppert und Florian Müller sind zwei junge Hammelburger Winzer. Matthias Ruppert. Meine Familie ist schon seit vielen Generationen in Hammelburg. Weinbau oder Flaschenabfüllung machen wir seit 1939. Hat mein Opa damals die erste Flasche abgefüllt. Und seitdem ist der Weinbau eigentlich immer mehr in den Mittelpunkt gerückt und die Landwirtschaft immer weiter zurück. Was das Besondere am Hammelburger Weinbaugebiet ist, erklärt Winzer Florian Müller. Ich finde, es ist kleinstrukturierter hier, es ist abwechslungsreicher und ist nicht so monoton wie vielleicht woanders, da wo nur kilometerweise ein Weinberg nach dem anderen kommt. Hat es mit Sicherheit auch seinen Reiz und seine Liebhaber. Aber ich finde hier, wo dann doch noch mal ein Stückchen Wald dazwischen ist, ein Heckenriegel und ein Steinriegel, wo auch dementsprechend dann Natur und Leben da ist, finde ich jetzt persönlich schöner. Das Weingut Ruppert wird familiengeführt und bewirtschaftet etwa 10 Hektar. Im Vergleich zur Vätergeneration ist die Qualität stärker in den Vordergrund gerückt. Am Marktplatz von Hammelburg hat Familie Müller ein Weinhotel mit eigener Vinothek eröffnet, wo die Kundschaft alle Weine probieren kann. Wir haben noch eine schöne, also eine spritzige Säure. Bisschen erdbeerig. Ja, genau. Heute sind individuelle Weine gefragt. Die Jungwinzer sind hochqualifiziert und haben höhere Ansprüche an ihre Weine. Auch das Marketing spielt eine große Rolle. Mit den Trends im Weinbau kennt sich auch Theresa Schmidt aus. Die gebürtige Hammelburgerin war jahrelang Weinprinzessin und arbeitet jetzt im Marketing beim Weingut Julius Spital in Würzburg.
Ich komme aus einer Familie, die seit Traditionen eigentlich Weinanbau in Hammelburg betreibt, von beiden Seiten, also sowohl von der Seite von der Mama als auch von der Seite vom Papa. Und ich bin da irgendwie damit groß geworden und aufgewachsen. Die Expertin in Sachen Hammelburger Wein kennt die lange Geschichte der ältesten Weinstadt Frankens, die zurückgeht auf das Jahr 777. Das Rote Schloss spielt eine ganz große Rolle in Bezug auf Wein in Hammelburg. Das wurde im Endeffekt unter anderem deswegen gebaut, weil dort die Weine gelagert wurden und auch ausgebaut wurden. Das zeigt sich heute noch. Wir haben sehr, sehr große Kelleranlagen in dem Schloss. Eigentlich ist das ganze Schloss einmal unterkellert. Man kann einmal auf der einen Seite reingehen, läuft einmal außen rum und kommt auf der anderen Seite vom Keller wieder raus. Und wir haben auch bis heute dort noch ganz viele alte Fässer stehen, in denen lange Wein ausgebaut und gelagert wurde. In Hammelburg hat sich ein Generationenwechsel im Weinbau vollzogen. Die jüngere Generation, denke ich, ist auf jeden Fall viel internationaler geworden. Jeder eigentlich im Hammelburger Saaletal, der jetzt den Betrieb übernommen hat, war im Ausland längere Zeit. Ganz viele haben auch bei richtig großen Betrieben gearbeitet, um auch da dann einfach mal den Unterschied zu sehen, auch wenn ihr Betrieb zu Hause relativ klein ist. Und das öffnet natürlich einen ganz anderen Blick. Es gibt einen ganz anderen Blickwinkel frei. Und die ganze Struktur verändert sich. Ich bin jetzt Oberhaupt von Hammelburg bei Schloss Saaleck. Und da in der Weinkellerei bin ich mit der Familie Lange verabredet. Jetzt habt ihr ja das Weingut von der Stadt Hammelburg übernommen. Wie kommt man denn da dazu? Es war immer schon ein Traum, ein eigenes Weingut zu haben. Und da meine Frau ja als Diplom-Ingenieur kommt noch aus dem Weingut, haben wir gesagt, ey, lass uns das doch machen, lass uns das probieren. Ich komme ja aus dem kaufmännischen Bereich, kam ich damals. Und habe jetzt auch 2012 bis 2014 jetzt noch mal eine Lehre als Winzer gemacht. Wie teilt ihr euch die Arbeit auf? Kommt man sich da ein bisschen in die Quere oder wie läuft das? Klar gibt es auch immer mal so Punkte, wo wir dann heftig diskutieren. Gerade wenn wir dann zum Beispiel Wein vom Wein abfüllen, da probieren wir alle zusammen die Weine mit unserem Kellermeister, mit Florian. Und wird diskutiert und die Männer haben manchmal eine andere Meinung wie ich. Und ich sage dann immer, das sind die Verkaufszahlen, wir brauchen davon mehr Wein. Nee, das tät uns nicht gefallen. Also, wir diskutieren dann schon und ja, da muss man halt mal schauen, wer sich durchsetzt, ne? Was ist das Besondere an eurem Wein, also wie ihr den Wein macht? Wir sind ein Biobetrieb und arbeiten dementsprechend sehr schonend im Weinberg. Also es ist so, dass wir großen Wert legen auf gesundes Lesematerial. Das garantieren wir durch eine Handlese, die wir durchführen bei unseren 18 Hektar. Das schaffen wir zum Glück immer noch. Also wir haben hier, also in Hammelburg herrscht der Muschelkalk vor. Also wir haben ja der Saalecker Schlossberg ist ja eine wunderschöne Einzellage, die wir haben. Und es gibt unseren Weinen so diesen mineralisch kräftigen Touch. So, jetzt sind wir also in die Heiligen Hallen. Ja. Genau. In unserem Weinkeller. Jetzt habe ich mich ein bisschen informiert und ihr macht es überwiegend Spontangärung. Was genau versteht denn darunter? Also ein Teil unserer Weine wird spontan vergoren. Das heißt, der fängt von alleine das Gären an. Also ohne Beimischung von? Ohne einen Zusatz von Reinzuchthefe, sondern spontan. Also die Hefe, die die Traube schon in sich hat, die fängt an zu gären. Man hat ein bisschen mehr Arbeitsaufwand, denn die wilden Hefen, die müssen besser kontrolliert werden. Es muss jeden Tag nachgeschaut werden, arbeiten sie gut, verstoffwechseln sie den Fruchtzucker zu Alkohol und weiteren Produkten. Und also mehr Arbeit, weil die Reinzuchthefe, da weiß man, die arbeitet. 2 Wochen ist dann die Gärung vorbei. Und eine Spontangärung, die kann sich auch mal über einen Monat oder 2 Monate oder sogar länger hinziehen. Können wir da eigentlich irgendwo was probieren? Wollte ich jetzt gerade mal vorstellen. Florian, hast du nicht eine Probe gezogen? Was kriegen wir jetzt da? Ich habe gerade eben einen Rotling 2015 aus dem Tank gezogen. Den können wir mal probieren jetzt. Mhm. Dankeschön. Der wird ja bald schon abgefüllt. Genau.
Dankeschön. Danke. Ja, dann mal zum Wohl. Sehr zum Wohl. Zum Wohl, zum Wohl. Vom Wein kommen wir jetzt zur Musik. Gleich unterhalb am Schlossberg liegt die Bayerische Musikakademie Hammelburg. Die Bayerische Musikakademie ist eine von drei Landesakademien in Bayern. Eine Begegnungsstätte für Musikbegeisterte. Künstlerischer Leiter der Musikakademie ist Kuno Holzheimer. Dies hier ist die erste Landesmusikakademie, die überhaupt in Deutschland entstanden ist, 1980. Und man hat sich das Ziel gesetzt, dass Musikvereine, dass Musiker sowie auch Sängerinnen und Sänger, dass die eine Stätte finden, wo sie sich nicht um Essen, Trinken und Übernachtung kümmern müssen, sondern rein ihren musikalischen Vorlieben dort frönen können. Hier probt gerade das Bezirksjugendblasorchester Unterfranken. Ein Auswahlorchester aus talentierten Musikern im Alter von 14 bis 28 Jahren unter der Leitung des Dirigenten André Degant. Mich persönlich begeistert es, dass man ständig mit neuen Menschen zu tun hat, mit hochmotivierten Menschen. Denn die kommen und gehen eigentlich mit Freude, weil sie etwas tun in ihrem Bereich, entweder professionell oder auch viele im Laienmusikbereich, was ja ihr Hobby ist. Und es ist hier nie langweilig, es ist immer wieder was Neues und es ist faszinierend, was auch in so kurzer Zeit, in so intensiven Probeaktionen dann stattfinden kann. Die Bayerische Musikakademie liegt direkt neben dem Kloster Altstadt, einem ehemaligen Franziskanerkloster, gegründet im Jahr 1649. Zu Beginn nutzte die Musikakademie noch die Klostergebäude. Schritt für Schritt baute man einen großen Konzertsaal, ein Verwaltungsgebäude und ein Bettenhaus. Die Franziskanermönche lebten hier bis zum Jahr 2014. Das Seminar Bläsermusik im Gottesdienst ist eine Kooperation mit der Diözese Würzburg. Kuno Holzheimer und Karl-Heinz Sauer geben Kirchenmusikern Anregungen, wie sich ein Gottesdienst lebendig und abwechslungsreich gestalten lässt. Die Kursteilnehmer proben für einen musikalischen Gottesdienst, der direkt im Anschluss in der Hammelburger Stadtpfarrkirche gefeiert wird. Der Höhepunkt der Abendmesse ist das Largo aus der Neuen Welt von Antonín Dvořák. Ich hab mein Mützel nicht umsonst aufgesetzt. Das hat nämlich zum Schneiden angefangen, da herum auf Schlosssaaleck. Und da gehe ich jetzt dann auch gleich hin, zu dem Restaurant- und Hotelbetreiber Ewald Hupp. Grüß Sie, Herr Hupp. Grüß Gott. Grüß Gott.
Herr Hupp, seit wann sind Sie denn da der Chefherrin in der Küche? Seit 25 Jahren. Und wie sind Sie überhaupt zum Kochen gekommen? Ja, meine Oma, die war Köchin und aus der Leidenschaft meiner Oma, die hat immer sehr gut gekocht, auch ausgefallene Sachen. Und dadurch habe ich mich immer interessiert und habe dann eben eine Lehre als Koch in Würzburg gemacht. War das damals in Ordnung, dass Sie als Bub Koch lernen? Also damals war es so, ich kann Ihnen da eine kleine Story dazu erzählen, wie ich zu meinen Eltern gesagt habe, gerade mein Vater, ich möchte Koch werden. Hat er zu mir gesagt, das ist kein Beruf für Männer, das ist was für Frauen. Aber ich habe mich nicht umbiegen lassen und ich bin dabei geblieben. Dann kann man eigentlich sagen, Sie haben so einen Traum verwirklicht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was ist das Besondere an Ihrer Küche? Worauf legen Sie besonders Wert? Also, eine große Rolle spielt bei uns die Regionalität. Hier haben wir jetzt einen schönen Rehrücken. Der kommt aus dem Steigerwald. Wir kaufen unser Lammfleisch auch von regionalen Schäfern. Wir kriegen unser Geflügel von regionalen Bauern, Gemüse. Natürlich kann man nicht immer alles von einem kriegen, geht ja nicht. Und was sind das für Leute, die zu Ihnen zum Essen kommen? Wo ist das Klientel her? Wir haben sehr viele internationale Gäste durch das Ausbildungszentrum. Wir arbeiten ja sehr eng mit der Bundeswehr zusammen und wir haben uns natürlich in 25 Jahren einen guten Namen gemacht. Unser Einzugsgebiet ist eigentlich die Republik. Jetzt sind Sie ja nicht bloß der Herr der Küche, sondern auch der Hotelbetreiber. Darf ich mir das einmal anschauen? Gerne, wir können uns das Hotel angucken. Ja, dann machen wir das. Wo sind wir da? Jetzt sind wir in der Weinstube, die ist etwas rustikaler wie die anderen Restaurants. Aha. Und da wird halt gerne Schoppen getrunken. Das ist aber jetzt eher weniger rustikal. Das ist die Domenica. Das ist ein Bild von meinem Freund, langjährigen Freund Robert Höfling aus Hammelburg, der leider 1997 verstorben ist. Und ich habe noch mehr Bilder. Wenn Sie sehen möchten, zeige ich Ihnen die gerne alle nochmal. Unbedingt. Sehr gerne. Das ist das Höflingzimmer. Das sind die debattierenden Kardinäle. Und gibt es noch mehr Beutel von Robert Höfling in Hammelburg? Also es gibt das Robert-Höfling-Haus ja noch, sein Wohnhaus auch, das ist das Atelier mit drinnen. Und das können Sie auch schauen. Da können Sie reingehen, können Sie sich mal angucken. Jetzt bin ich wieder in Hammelburg und auf der Suche nach dem Höflinghaus. Und bis ich das finde, haben wir für Sie Einblicke in die verborgenen Ecken und Winkel der Altstadt beim Hammelburger Höfelisfest. Es sind die geheimen Winkel, die den Charme einer Stadt ausmachen. Die Hinterhöfe und versteckten Ecken. Einmal im Jahr öffnen Winzer und Privatbesitzer ihre verborgenen Höfe beim Hammelburger Höflesfest. Hofbesitzer Wolfgang Feller betreibt in der Altstadt einen Bauernladen und eine Schnapsbrennerei. Den Hof gibt es also schon sehr lange. Und zwar wurde er 1854 durch den großen Stadtbrand von Hammelburg ist er abgebrannt. Anschließend wieder aufgebaut worden. Ursprünglich war dieser Hof hier ein Bauernhof. Den Hof bewirtschaftete schon sein Vater Hans Feller, der sich nach der Feldarbeit leidenschaftlich dem Schnapsbrennen widmete. Die Landwirtschaft ist verschwunden, aber der Hof ist geblieben. Wolfgang Feller erinnert sich noch gut. Früher als Kinder, als im Bauernhof, musste natürlich geholfen werden, die Kühe ausmisten, Heu machen, Kartoffel ernten. Und so geblieben ist eigentlich nur noch der Brennereihof Feller hier von meinem Vater 1977 übernommen, wo er gestorben ist. Die Höfe der Altstadt beherbergen schon lange keine Tiere oder Landwirtschaftsgeräte mehr. Dafür spielt jetzt beim Höflesfest an jeder Ecke Musik. Don't you know,
Regionale Spezialitäten und Hammelburger Wein locken zahlreiche Besucher an. Man schlendert von Hof zu Hof und genießt die Atmosphäre. Jeder Hof ist individuell, wie hier zum Beispiel der Hof vom Rienecker Haus, das bereits über 400 Jahre alt ist. Der Reiz beim Höflesfest liegt in der Vielfalt. So, jetzt bin ich da im Höflinghaus mit der Männerriege, die Freunde von Robert Höfling. Wie ist denn die Verbindung von Ihnen? Also das hier ist mein Elternhaus und ich habe mit dem Onkel Robert hier 30 Jahre gelebt. Er war eine Art Ersatzvater. Dieses Atelier war jeden Tag ein Treffpunkt von irgendwelchen Leuten. Kundschaft in dem Sinn gab es nicht, sondern es gab einfach Freunde, die jeden Tag gekommen sind. Eine Flasche Wein war immer da. Und wenn das bis 2 oder 3 in der Nacht gedauert hat, vom Ratschen oder was, dann war das auch gut. Und der Onkel Robert hat Phasen gehabt, wo er gesagt hat, jetzt hab ich's. Dann hat er angefangen zu malen, da konnten 1000 Leute drumherum sein. Dann hat er sich hingestellt und hat ein Gemälde nach dem anderen gezaubert. Meine Erfahrung war, der Robert hat's gehasst, über Kunst zu reden. Das Zweite war, dass er war eingeladen nach Chicago und überall in der Welt sollte er was machen. Und hat gesagt, ich gehe nicht weg, ich lasse mich nicht vermarkten. Die Hammelburger, die sind dann oft einmal ins Atelier gekommen und haben gesagt, Robert, ich hätte so gerne ein Bild von dir. Dann hat er immer gesagt, was kannst du bezahlen? Und dann, wenn da einer, so ein netter Mann, gesagt hat, ja, 200 Euro oder 200 Mark, dann hat er gesagt, dann mal ich da halt eins für 200 Mark. Diese Bilder, das waren dann meistens die Bilder mit Schloss Salik und Sodenberg, da bin ich auch öfters dazugekommen. Und er hat meistens gemalt, bevor er in Urlaub gefahren ist. Das war sein Urlaubsgeld. Dann habe ich gesagt, Robert, was ist fest wieder in Urlaub? Ja, ich muss jetzt für ein paar Hammelburger ein Bild malen. Schloss Salik und Sodenberg, das kann ich auswendig. Ja. Wenn es ein Freund war, dann hat er einen Freundschaftspreis gemacht. Wenn er einen nicht leiden konnte, dann konnte der machen, was er wollte. Der hat kein Bild von ihm bekommen. Es gab oft so, ich leg mir einen Höfling zu. Nicht? Und so. Und ich gesagt, keine Chance. Du nicht. Das Verhältnis von Robert Höfling zur Kirche war ja recht ambivalent. Ist dann auf der einen Seite die Kritik, auf der anderen Seite natürlich auch die Aufträge? Kommt, ja, oder? Natürlich, der hat davon gelebt. In Unterfranken gibt es mindestens 50 oder 60 Kirchen, die von ihm ausgestattet sind. Also er hat von der katholischen Kirche und von den Aufträgen der katholischen Kirche grandiose Sachen gemacht. Wenn Sie hier in der Stadtpfarrkirche die Kirchenfenster anschauen oder die Sakristei oder hier das in Bischofsheim die Kirchenfenster, sie waren die ersten Obartfenster überhaupt in Deutschland. Und ganz früher hat er nur auf diese Holzplatten gemalt. Es gibt diese großformatigen Grau-Weiß-Schwarz-Bilder. Können wir es uns einmal anschauen? Ja, gerne. Das ist jetzt schon ein ganz schöner Schinken. Da muss man am besten wahrscheinlich ein Stück zurückgehen, oder? Damit man das so richtig auf sich wirken lassen kann. Ja, also das Bild heißt Graffiti-Wand. Und stammt aus dieser Serie, die in Aschaffenburg gezeigt wurde. Da wurden insgesamt ungefähr 20 Bilder in dem Format gezeigt. Alle in Schwarz-Weiß-Grau. Und das Wesentliche ist hier ein Chaos. Hoffnung gibt da unten die kleine Frau, die da durch das ganze Chaos läuft. Kunst gibt manchmal Rätsel auf. Auf dem Hammelberg über der Altstadt zum Beispiel, da stehen lebensgroße Figuren, von denen niemand weiß, wer es gemacht hat und wie die überhaupt da hingekommen sind.
Wir sind hier in den Weinbergen von Hammelburg und ich erzähle Ihnen gleich etwas zu geheimnisvollen Figuren. Vorher aber geht es in das Inntal. Wenn Sie von Rosenheim aus in Richtung Kufstein fahren, dann kommt auf der linken Seite einmal der Heuberg, ein wunderbarer Aussichtsgipfel, einer meiner Lieblingsberge. Und wenn man genau hinschaut, dann erkennt man auf der Westseite, die steil nach Nussdorf runter abfällt, eine ganz markante Felsenformation. Die Gundel vorm Backofen heißt dieses Bild im Volksmund. Und es geht auf eine Sage zurück, in der ein armer Mann bei der Gundel vorbeikommt, nach Brot fragt, sie aber, hartherzig wie sie ist, nichts rausrückt. Kurze Zeit später wird sie bei einem Gewitter in Stein verwandelt. Hier heroben auf dem Hammelberg überhalb von Hammelburg stehen seit einigen Jahren geheimnisvolle, sagenumwobene Gestalten, von denen niemand weiß, von wem sie stammen und wie sie überhaupt hierher gekommen sind. Das Ganze begann im Jahre 2000 an Ostern mit einer Figur, die der Volksmund liebevoll Amalberger getauft hat. Kurze Zeit später kam dann er mit dazu, der Philosoph. Es folgte eine Tänzerin. Und dann gab es das Kind. Alle Figuren tauchten aus dem Nichts auf, wie von Geisterhand über Nacht aufgestellt und für die Bevölkerung bis heute mysteriös und geheimnisvoll. Man könnte Überlegungen anstellen. Vielleicht aber ist alles nur eine Frage der Zeit. Vielleicht müssen nur genügend viele Jahre vergehen und dann werden diese Figuren hier, ähnlich wie die Gundel vom Backofen im Inntal, Teil der Hammelburger Geschichte und keiner fragt mehr nach dem Woher, sondern freut sich nur daran, dass es sie überhaupt gibt. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Conny Albert, einem Künstler mit vielfältigen Interessen. Und du musst raus aus der Wirtschaft, du musst raus, laufen die Tröpfe nur. Wir sind so froh, dass sie jetzt für dich ist. Schnell aus des Männer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt alles verstanden habe. Ja, das ist halt auch vom Bobbenrod da oben, von dem Dorf, wo ich herkomme. Bei Bad Kissingen, da ist halt so ein breiter Dialekt, so ein richtig derber Dialekt halt. Ne? Jetzt singen Sie ja in Mundart. War das schon immer so? Oder wann haben Sie ein dichterisches Talent entdeckt? Früher habe ich immer so Kauderwelsch Englisch gesungen, halt so ein paar Wörter genommen von Englisch und irgendwas zusammengebaut. Aber da mit Mundart ist mir dann richtig aus der Seele so rausgekommen. Ne? Dass ich so richtig laut singen kann und diese Mundartwörter richtig gepackt habe. Ne? Sie spielen ja nicht bloß Musik, sondern Sie sind auch Grafiker und malen auch. Ja. Ja, dann habe ich ja jetzt bloß einen Teil erlebt, der zwar sehr schön war, aber jetzt möchte ich natürlich von dem anderen Teil auch noch was mitkriegen. Ja. Können wir uns da was anschauen? Gehen Sie halt mal mit hoch ins Atelier, zeige ich Ihnen mal was. Ne? Sehr schön. Gut. Machen wir das. Sie malen und Sie zeichnen, oder? Ja. Was ist im Moment gerade das, was mehrere denn? Na, das ist immer beide gleichzeitig. Ach so. So auf den Jahrmärkten, wo ich hinfahre, tue ich halt Porträts zeichnen. Und daheim, wenn ich halt Zeit habe, dann male ich halt meine schönen Ölbilder. Wie sind Sie dann auf solche Sachen gekommen, wie zum Beispiel das Rathaus mit so Palmen? Die Gondoliere und das Fachwerkhäusl, das hat einen ganz verrückten Effekt, muss man sagen. Also, weil man sieht eigentlich erst so die Palmen und dann, wenn man es weiß, dann
sieht man erst Hammelburg und Franken. Dass halt mal was anderes ist in der Stadt, als statt, dass man immer nur das Normale zeichnet, ne? Also frischen Wind durch die Gassen. Ja, oder halt, dass halt die Leute ein bisschen schmunzeln, zum Beispiel, ne? Also das ist mir jetzt aufgefallen, das haben sie jetzt gesagt, das haben sie vorher bei die Lieder auch gesagt. Ist einer das schon ein Anliegen, dass die Leute vielleicht öfter mal ein bisschen lachen? Genau, dass alle ein bisschen mal rauskommen aus dem Alltäglichen. Ne? Haben Sie sich mit dem Ausleben Ihrer verschiedenen Talente, also Malen, Zeichnen, Musik, Dichten, haben Sie sich da so einen Traum erfüllt? Ja, habe ich mir erfüllt, ja. Waren das immer Kämpfe oder ist einer das alles so passiert auch, mehr oder weniger? Das ist auch eine gute Frage, ne? Das war schon meistens so Kämpfe, dass man mit dem Geld halt schaut, dass man mit der freien Malerei Geld verdient und mit der Musik. Ist nicht so einfach. Aber es lohnt sich. Ja, es macht halt Freude, ne? Und ich mache halt jeden Tag das, was ich halt Spaß daran habe. Ne? Das sind so die grafischen Sachen, das Malere und Porträts, sehe ich jetzt da gar keins rumlaufen. Könnten Sie ja vielleicht von mir ohne machen. Ja, das würde ich mal machen. Genau, ja, das mache ich. Ja. Bin ich porträtzeichentauglich? Genau, doch. Gut. Gehen wir hin, da? Ja. Gut. Dauert dann so eine Sitzung? So 10 Minuten. Also ungefähr, ne? 10 Minuten, Viertelstunde. Ja, ich kann beim Porträtzeichnen auch nicht so viel reden, weil sonst bewegt sich gleich das Modell da, ne? Ja, ja. Und reagiert und alles, ne? So, ich glaube, ich bin jetzt fertig. Das sind die letzten Striche da noch. Ja, da hinten noch ein paar Haare. Gut, so können wir es lassen, ja. Gut. Jetzt zu was ganz was anderem. Zur Bundeswehr. Der Truppenübungsplatz Hammelburg ist schon 1895 als Schießplatz für die Bayerische Armee gegründet worden. Kein normales Dorf. Früher einmal. Doch das ist 60 Jahre her. Bonnland liegt auf dem Gelände des Truppenübungsplatzes der Bundeswehr in Hammelburg. 120 Fachwerkhäuser, eine Kirche und ein Schloss. Ein Dorf mit langer Geschichte. Über 1000 Jahre alt. Heute militärisches Sperrgebiet. Bonnland wird als Übungsdorf genutzt. Zum einen vom Ausbildungszentrum Infanterie der Bundeswehr, zum anderen als zentrale Ausbildungsstätte für UN-Missionen. Matthias Kirch, stellvertretender Kommandant des Truppenübungsplatzes, erklärt die Bedeutung Bonnlands. Das Ausbildungszentrum Infanterie ist eines der großen beiden Ausbildungszentren des Heeres, wo die komplette Offizier- und Unteroffizier-Ausbildung durchgeführt wird. Bonnland, das Gelände von Bonnland, ist insbesondere für die infanteristische Ausbildung, die hier stattfindet, natürlich das Übungsgelände, wo der Orts- und Häuserkampf trainiert werden kann. Rund 8000 Soldaten werden hier jährlich ausgebildet. In Bonnland ist die Zeit stehen geblieben. Irgendwann in den 30er Jahren, als das Dorf von der Wehrmacht für Übungen zum ersten Mal aufgelöst wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrten die Bewohner zurück und besiedelten Bonnland erneut. Viele Flüchtlinge aus Schlesien fanden hier eine neue Heimat. Mit der Gründung der Bundeswehr und im Jahr darauf der Infanterieschule in Hammelburg 1956 mussten die Bewohner ein zweites Mal weichen. Seitdem kümmert sich die Bundeswehr um den Erhalt von Bonnland. Die Michaeliskirche und der Friedhof werden regelmäßig von Mitarbeitern des Bundeswehrdienstleistungszentrums gepflegt. Ehemalige Bewohner dürfen das Dorf mit Genehmigung der Bundeswehr besuchen. Dass das immer ein wenig schön aussieht, tun wir 3 bis 4 Mal im Jahr tun wir den pflegen. Meistens über Allerheiligen und Erntedankfest. Kommen dann viele Besucher.
Und auch noch Angehörige vom Grab. Die stellen eine Kerzle auf oder eine Blume. Und dann laufen sie halt mal durch den Friedhof und schauen sich den Friedhof an. Und wir sind praktisch hier im Friedhof und auch mal im Kirchenbereich, wenn Erntedankfest ist. Da wird dann die Kirche geschmückt, in der Kirche den Altar zum Erntedank und da kommen noch ein paar Blumen rein. Auf dem Friedhof liegt Friedrich Schillers jüngste Tochter Emilie begraben. Im Jahr 1828 heiratete sie den fränkischen Adeligen Adelbert von Gleichen-Russwurm und lebte mit ihm auf Schloss Greifenstein bis zu ihrem Tod im Jahr 1872. Friedhof und Schloss stehen unter Denkmalschutz. Ich bin jetzt in Obereschenbach, das gehört auch zur Hammelburg. Und ich höre da schon was. Ich glaube, da bin ich richtig, bei Holger Reit, dem Schlagzeugbauer. Du bist ja gelernter Schreiner vom Beruf. Wie bist denn du dazu gekommen, dass du jetzt Schlagzeuge baust? Mein altes Set, das war aus den 50ern. Da hat schon von Anfang an das Stand-Tom gefehlt und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, das baust du jetzt mal nach, weil ich ja Maschinen hatte und so weiter. Das habe ich dann auch fertiggestellt. Dann ist ein Kollege von mir, der ist schon seit 35 Jahren Schlagzeuglehrer, den habe ich das dann gezeigt. Und er hat zu mir gesagt, jawohl, jetzt baust du mal ein ganzes Set. Das habe ich dann auch gemacht. Und was ist das Besondere an deinen Drummen? Was unterscheidet deine von den anderen Schlagzeugbauern? Das ist so, dass auf jeden Fall mal die nicht von der Stange sind. Und durch die Fassbauweise, das machen nicht viele Hersteller. Die großen Hersteller tun zum Beispiel meistens Schichtholzkessel herstellen. Die werden alles, das wird dann, die ganze Fertigung ist dann fabrikmäßig. Und das kann man mit der Fassbauweise auch nicht so gut machen. Und wie gesagt, das ist halt dann alles Custom-Set-mäßig. Und was für Holzarten nimmst du da? Ich probiere eigentlich mit allen Holzsorten aus Trommel zu bauen. Wie gesagt, ich habe schon aus Apfelholz Trommel gebaut, Olive, Birnen und so weiter, Nussbaum. Kommt auch darauf an, wo der Baum zum Beispiel gewachsen ist. Ob er auf dem Sandboden oder Kalkboden und so weiter. Da hat er das Holz dann eine andere Dichte. Mhm. Und so weiter. Dann klingt es oder schwingt der Kessel ganz anders, wie jetzt, wenn er jetzt auf einem anderen Boden gewachsen wäre oder so. Also da gibt es dann auch schon noch Unterschiede. Und wer kauft dann deine Drummen? Handmade Drums kaufen eigentlich Musiker, ob es Berufsmusiker sind oder auch Laienmusiker, sag ich mal, aus ganz Deutschland, auch aus dem nahen Ausland, Luxemburg und so weiter, Frankreich habe ich auch schon Zeug verkauft. Und jetzt, die kommen dann da nach Obereschenbach? Ja, zum größten Teil schon, ja. Jetzt ist zum Beispiel der Dirk Brandau von Axis, von einer bekannten Metalband aus Deutschland, der ist jetzt zurzeit da und probiert mit Trommeln aus. Ah, dann war das der Mensch, der, Entschuldigung, den Lärm gemacht hat, den ich gehört habe. Ja, genau, der war das, ja. Schauen wir da mal rüber. Können wir machen, ja, klar. Super. Gut. Hallo, servus. Ich glaube, ich muss mich jetzt erst einmal entschuldigen. Ich habe vorher gesagt, dass du einen Lärm gemacht hast, aber das ist natürlich wunderschöne Musik. Schön. Und du bist jetzt extra aus Westfalen daher nach Obereschenbach gekommen. Genau, ich komme aus der Nähe von Münster und bin auf die tollen Instrumente, insbesondere die Snare Drums, kleine Trommeln, vom Holger aufmerksam geworden. Und was ist das Besondere dann an den Trommeln vom Holger? Der individuelle Klangcharakter. Und was mich einfach fasziniert oder wo ich hohen Respekt vor habe, ist die Handwerkskunst dahinter. Wie darfst du jetzt so einen Klang beschreiben? Ist der irgendwie knackiger oder weicher? Oder? Also für mich ist er persönlich wärmer. Und es ist halt kein Instrument von der Stange, wie es in der Industrie häufig der Fall ist, sondern es ist wirklich individuelle Klangcharaktere, die einzelnen Hölzer, die der Holger verarbeitet, sind dort auch wirklich auszumachen. Man muss bloß die richtigen Leute kennenlernen, gell? So ist es, genau. Ja, dann sag ich vielen Dank für Hörprobe und Einblicke. Ja, danke, dass du da warst. Schönen Tag noch, ciao. Danke. Tschüss.
Was ich jetzt unbedingt noch machen möchte, ist mir die fränkische Saale anschauen. Das ist jetzt Diebach, ein Ortsteil von Hammelburg. Ganz idyllisch gelegen im Talkessel an der Fränkischen Saale. Die Fränkische Saale ist ungefähr 140 Kilometer lang, entspringt im Grabfeld bei Bad Königshofen und schlängelt sie dann am südlichen Rand der Rhön entlang von Bad Kissingen über Hammelburg durch Diebach und fließt von da in einem engen Flusstal ganz langsam in die Niederungen des Maintals bis nach Gmünden, wo es dann in den Main mündet. Die Fränkische Saale ist Teil des Naturparks und Biosphärenreservats Bayerische Rhön. Entlang der Saale kann man vom Main bis in die Rhön radeln, wandern oder sie einfach mit dem Kanu treiben lassen. Ganz in der Nähe ist der Sodenberg, der südlichste Vulkanausläufer der Rhön. Und da hat sich der Wolfgang Binder einmal umgeschaut. Zwischen Ochsental und Weikersgruben, zwei Ortschaften in der Nähe von Hammelburg, liegt der Sodenberg, ein Geotop am Ufer der Fränkischen Saale. Die Besonderheit hier ist der mittlerweile aufgelöste Steinbruch, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Basalt durch einen Vulkanschlot gefördert hat. Heute gehören große Teile dieses Berges zum Naturschutzgebiet Sodenberg ganz und sind beliebtes Ausflugsziel. Speziell im Frühling kommen hierher die Blumenliebhaber, denn das Adonisröschen blüht hier massenweise. In der griechischen Mythologie ist Adonis der Gott der Schönheit und der Vegetation und einer der Geliebten von Aphrodite, der Göttin der Liebe, der Schönheit und der sinnlichen Begierde. Adonis, ein wirklich wunderschöner Jüngling, wird aber auf der Jagd vom eifersüchtigen Kriegsgott Ares getötet. Daraufhin soll Aphrodite, der Sage nach, sein Blut verwandelt haben. Und aus jedem Blutstropfen wurde ein Adonisröschen und aus jeder Träne eine Blüte. Und so pilgern Jahr für Jahr viele Naturliebhaber hier herauf auf den Sodenberg. Allerdings kann man sich an der Blüte nur kurze Zeit erfreuen. Zu zart und vergänglich ist das Adonisröschen. Die Leute, die in und um Hammelburg getroffen habe, die machen eigentlich alle ihr Ding. Haben ihren Traum verwirklicht. Und dafür muss man gar nicht weit weg.